Moin Moin und hallo meine lieben Freunde, was geht ab? Burrito of Doom hier. Ich bin heute wieder hier mit einer neuen Community-Analyse, diesmal von Shane Umut. Hey Leute, ich versuch's mal nochmal. Ich zock seit ca. 1,5 Monaten wieder aktiv LOL und meine Top. Bin bis Silber 4 hochgekommen mit 60% Winrate und bin danach nur noch gedroppt. Bin jetzt in Bronze 4 gelandet mit 40% Winrate. Ich weiß nicht, was da falsch läuft. Wenn ich's wüsste, würde ich glaube ich nicht so droppen. Ich stompe die Lane, gewinne jedes Mal die Lane oder schlage mich sehr gut gegen Hardcounter durch, aber lose jedes Mal danach. Ich drehe langsam durch, würde mich freuen, wenn ihr euch mir antut und mir wenigstens sagt, dass ich falsch mache. Denn ich sehe das nicht. Hab Cry. Main auf Top Mordekaiser, Renekton und Klett und Malphite. Danke. Doppelpunkt Slide Smile. Falls ihr ja keine Ahnung habt, worum es in diesem Format geht hier oder den Kanal neu gefunden habt, das hier sind gratis Community Replay Analysen. Um zu gewinnen, müsst ihr einfach nur unserem Community Discord joinen. Den Link dafür findet ihr in der Beschreibung unten. Und ja, Albi, Sefi und ich suchen uns jede Woche neue Leute raus, die dann eine Analyse auf den Nacken bekommen. So, der super coole Shane hat ja bereits so ein bisschen geschildert, was so bei ihm abgeht und was seine Probleme sind oder was er denkt, was seine Probleme seien und so. Und wir gucken uns das Game von heute tatsächlich an, das Mordekaiser-Game hier. Das 24-4-Game. Soll ich mal noch kurz den Discord auf? Das Problem dabei ist, wenn man relativ low Elo ist, ist, dass einem eigene Fehler nicht so stark auffallen oder im schlimmsten Fall man sie falsch deutet. Ein ganz klassisches Beispiel dafür wäre, man geht für irgendeinen Fight, man fightet hier, dann flasht man und man stirbt und dann ist der Gedankengang, den man hat, man, ich hätte nicht für diesen Fight gehen sollen, der Roam war kacke oder was auch immer. Vielleicht war es aber alles richtig und vielleicht war das Setup aber schlecht oder die Execution oder so. Das heißt, wenn man keine Ahnung hat, was man falsch macht, wenn man auf so einer, an so einer Wand angekommen ist, dann lohnt es sich zunächst einmal immer an den Basics und an den generellen Mechaniken zu arbeiten. Denn selbst wenn ihr gar keine Ahnung habt, was ihr falsch macht, ist das immer etwas, was ihr besser machen könnt. Das Matchup auf der Toplane gegen Mundo ist anfangs eher schwierig. Es wird, bis du das Liandris hast, mit dem Rylai's eigentlich sehr stark Mundo, also es wird relativ simpel für Mundo sein, gegen Mordekaiser zu spielen. Den einen großen Vorteil, den Mordekaiser gegenüber Mundo eigentlich hat oder immer haben wird, ist der Push-Vorteil. Und wir gucken einfach mal, wie wir damit arbeiten und ob wir überhaupt damit arbeiten und damit umgehen. So, Level 1 starten beide Jungler auf der Bot-Seite der Karte. Was wir daran ausgemacht haben, dass beide Toplaner direkt da waren. Wir haben den Midlane Kassadin Vega. Das ist bis Level 6 ein turboschwieriges Matchup für Kassadin. Wird ab 6 sehr free. Und wir lassen uns pushen. Es ist gut, wenn man weiß, dass beide Jungler Botseite gestartet haben, als Toplaner sich pushen zu lassen. Ob jetzt beabsichtigt oder nicht. Um dann early on vielleicht einen Early Gank oder so reinzubekommen. So, wir gehen jetzt hier auf Level 2 für einen kleinen Trade. Overall auch relativ okay. Aber das Problem ist, wir haben jetzt 400 HP verloren und Mundo hat auch 400 HP. Also fast punktgenauer Trade. Das Problem ist, dass Mundo seine Passiv hat, die ihm zusätzlichen Sustain gibt. Zudem hat Mundo seinen Grasp, was er einfacher procken kann. Und, Ja, du hast Tales of Blood, aber trotzdem. Das heißt, auch wenn wir gerade 400 HP für 400 HP getradet haben, haben wir im effektiven Wert aber ein Minusgeschäft gemacht. Denn damit sich unsere Trades gegen Mundo auszahlen, hätten wir ihm 500 HP oder so abziehen müssen, damit er in All-In-Range kommt oder so. Denn wie wir sehen können, wir nehmen gerade einen Pot und versuchen es so zu sustain. Mundo ist 100 HP unter uns, er hat aber immer noch seinen Pot, er hat noch seine Passiv, er ist das Level Up, sein Dorans proc gerade immer noch. Und wir sind jetzt fast even in HP wieder. Obwohl wir den Trade eben vermeintlich gewonnen haben. So, das war ein sehr schöner Trade, sehr schöner Poke. Das ist schon viel, viel, viel besser. Jetzt ist Mundo auch gezwungen, seinen Pot zu nehmen. Das heißt, gegen Champions mit sehr viel Sustain lohnt es sich meistens eher,
entweder sehr aggressive Trades zu nehmen, also kluge aggressive Trades zu nehmen, oder kleine Burst Trades zu nehmen und dann wieder wegzurennen, so Hit-and-Run-Taktik-mäßig. So, dein Nocturne wird invaded und du movest nicht, das ist halt ein großer Fehler. Du movest turbo spät erst. Und diese Wave sollst du eigentlich jetzt auch hart schaffen. Denn Topseite ist ein Jungler, Scuttler ist ab, Topseite ist eine Strongside. Und wenn du diese Wave jetzt hart schaffst, könntest du jetzt sofort hier runter rotieren. Und dann könntet ihr den Warwick zusammen rippen. Und dadurch, dass du erst so spät movest, verliert dein Jungler jetzt den Scuttle und sein Flash. Und jetzt bist du gezwungen, sehr defensiv zu spielen, weil ich weiß, wo sich Warwick befindet. Ist ein netter Ward. Warwick-Bot-Seite. Das heißt, wir können eigentlich hart shoffen. Wir sind 6 CS behind. Das ist sehr viel, leider. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass eigentlich nichts auf der Lane wirklich großartig passiert ist. Okay, sorry. Da habe ich gerade ein bisschen zu vorherig vorgespult. Okay. Wir haben den Warwick gesehen. Wir haben versucht, währenddessen direkt rauszukommen, haben das Beil gefressen. Also was erstmal was Mechanisches, dass wir gecatcht werden. Dann, wenn wir von hier nach da flashen, während Warwick seine E ab hat, werden wir nicht nach da gefiert, sondern nach da unten, was uns wieder zusätzliche Zeit gibt. Wenn wir dann unsere Kralle von hier, also während wir hier stehen, während wir sie nach hinten setzen, das ist super schwer zu zeichnen, also praktisch so casten, dass sie hinter uns pullt, haben wir genug Zeit, um rauszukommen. Es war also einmal ein mechanischer Fehler und dann aber auch nochmal, weil er schon hier unten gespottet war, ein Game-Awareness-Fehler. Und dann geht der Mitte ganken, frisst Kassel ihn auf, er läuft top. Du weißt eigentlich, dass er top ist. So, wenn wir jetzt zum Beispiel nach hier im Flashen, werden wir nach da gefiert und dann können wir die Kralle nach da hinten ziehen. Okay. So, wir haben Refillable Potion und ein Blasting Band. Du weißt nicht, wo sich gerade Warwick befindet. Du musst auf jeden Fall aufpassen. Warwick Bot-Seite. Ich verstehe nicht, warum du die Waves immer so slow pushst. Ich glaube, das ist einer deiner großen Fehler. Wenn du die Waves hart pushen würdest, hättest du so viel mehr Pressure auf den Mundo und nicht nur auf den Mundo. Du könntest durch die Hardshops beispielsweise mit deinen Wards rotieren gehen. Und dann, du pushst die Wave hart ein. Dann setzt du hier eine Ward, dann nimmst du die Blasting Cone, nimmst dem Warwick seine Ressourcen weg, nimmst vielleicht die Scrying Bloom oder im besten Fall sogar ein Camp oder so mit. Du pushst aber gerade nichts. Also, du hast gerade einen kleinen Vorteil, aber du machst nichts daraus. Guck hier. Ein ganz, ganz großer Low-Elo-Fehler. Ihr pusht die Wave und dann geht ihr entweder für den Poke, für den Turret oder für Vision. Aber du machst gerade gar nichts. Und das ist sehr schlecht. Vor allem, weil wir wissen, dass du komplett safe bist da oben. Selbst für einzelne Auto-Attacks zu gehen, dafür Qs zu gehen, für Es zu gehen, was auch immer da oben, und während er unter seinem Turret ist, das addiert sich ziemlich schnell hoch. Okay. Gut gespielt. Oblivion Orb. Ich sehe, es wird ein Morellos First Mordekaiser Game. Du verlierst gerade sehr viel. Wow, dass der da stirbt, Alter. Holy fuck. Wait a minute. Er hatte die ganze Zeit Flash up. Also, oh mein Gott. Gott, Alter.
Ich denke, es war ein schlechtes Play, dort für den Kill zu gehen. Weil du sehr viel Verlust gemacht hast und das Play nur funktioniert hat, weil der... Das ist ein Play, was auf der Dummheit der Gegner skaliert. So nenne ich das immer liebevoll. Okay, hier wurde es einfach outplayed, to be fair. Du musst dir angewöhnen. Während, also hier kannst du zum Beispiel eine Bush, eine Ward reinsetzen, ist keine Vision gedroppt. Dann, so eine kleine mechanische Sache. Auto-Attack, Q. Wenn du hier kitest, während du Auto-Attackst und aus dem W-Feld rauskommst, hättest du sogar noch die Chance gehabt, ihn zu töten, weil er Cooldowns hat und du ihn mit ein oder zwei weiteren Auto-Attacks tötest. Also, bam. Siehst du, wie langsam du dich bewegst hier? Es hätte tatsächlich ein einziger Auto-Attack gereicht. Das war auch wieder ein mechanischer Fehler. Also, gerade als du auf hier im Mundo gegangen bist, denke ich, war das ein schlechtes Play, weil du über eine ganze Minion-Wave an deinen Turret verloren hast und das Play nur geklappt hat, weil es halt, weil der Gegner blöd war. Ja. Ja. Ist halt blöd, ne? Da verstehe ich aber auch nicht, warum du so weit vorne bist. Moment. Wir sehen die Lux. Hier, warum machst du diesen Step nach vorne? Dann hier zur Seite. Du weißt, dass die Gegner da sind. Da weiß ich gar nicht, ob das ein mechanischer Game-Knowledge-Fehler war. Oder vielleicht beides. Aber auf jeden Fall wurde da der Gegner nicht respektiert. Ja, das ist schön. Du hast Morello Nomi kommen. Du brauchst in diesem Spiel super früh deine Mercury-Threads. Super, super früh. AP, 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 AP. Burak, Warwick ist doch nicht AP. Ja, aber er macht halt sehr, sehr viel AP-Schaden. Seine Passiv macht Magic Damage, seine Q macht Magic Damage. Und seine Ult macht Magic Damage. Andernfalls, was du auch machen könntest, wäre hier nach dem Moral 9 direkt für Spirit Visage zu gehen. Du verlierst zwar potenziell DPS, da hast du dann wenig gemacht. Du verlierst zwar potenziell viel DPS, wenn du jetzt Spirit Visage gehen würdest. Andererseits machst du keinen DPS, wenn du tot bist. Ach, jetzt hast du noch Mercury Threads gekauft. God bless. Ult den, also jetzt zu Vega, ulten und dann. Und dann den Mundo runterrennen können. Okay, hast du. Gut gemacht. Good job. Okay, ihr groupt für Drake, aber du hast TP ab. Mordekaiser Stärke ist es nicht, Front-to-Front mit einem anderen Frontliner zu kämpfen, sondern unbehindert an die Backline ranzukommen oder zu flanken. Dadurch, dass du gerade so weit oder so lang gegen den Mundo gekämpft hast, warst du in diesem Teamfight leider nicht sehr viel zu gebrauchen, nenne ich es einfach mal. Du könntest zum Beispiel hier jetzt jederzeit den Vega ulten oder den Lucian ulten und die werden... Ach, sorry, du hast gar keinen Ult. Tut mir leid. Nichtsdestotrotz, hättest du Toplane gehen sollen, weil du TP-Vorteil hast, den Drake könnt ihr entweder abgeben oder du suchst dir eine Flank Ward, wie zum Beispiel den im Pit oder die Pink Ward und versuchst dann in die Backline ranzukommen. Ich will das gucken. Okay, hier verstehe ich nicht, warum du den Mundo ultest, statt einen Schritt weiter nach vorne zu gehen und den Lucian zu ulten.
Okay, good job. Das war Worth, ihr seid behind, du bist für einen Pick gegangen, ihr habt even getradet, aber wenn man behind ist und even traded, ist das immer gut. Ist gleich wieder Ult ab, der Respekt vielleicht von der Lux, bringt da aber auch nichts. Frag mich. Zählt Health Region zum Co- Alter, der hat freaking Cooldown Reduction und er heilt sich trotzdem um 800. Oh mein Gott, Alter. Ich frag mich, ob HP-Regen zu Core-Stats gehört. Weil wenn ja, würde das Sinn machen, in dem Matchup auf seine Ult zu warten, bis du ultest. Andererseits sind Abilities teilweise so schwammig und komisch definiert. Aber hier auch wieder, du hast halt Toplane den Mordekaiser geultet. Und hast jetzt halt für einen richtigen Carry deine Ult auf der Botseite der Karte nicht ab, ne? Nice. Das Game ist pretty much Tower Defense geworden. Und der einzige Weg, wie ihr jetzt noch zurückkommen könnt, ist, wenn du oder wenn ihr eure Base turtelt und defensiv spielt. Aber ich glaube, Gegner machen jetzt Baron. Ach, ihr habt Triple in den Down. Ihr könnt halt nichts mehr machen. Ihr könnt noch die Base deffen. Mach die Minions kaputt. Okay. Es ist gerade in Minions gestorben. Ja, das ist dann. Okay. So, mein lieber Shane. Was lernen wir aus diesem Game? Shane. Das erste ist tatsächlich fast, glaube ich, das eine der wichtigsten Sachen für dich. Wenn du in Lane Phase die Wave pushst, dann versuch immer für Vorteile zu gehen. Poke, Push, Harass, Trade oder Vision oder Counter-Juggling, Control, was auch immer. Du wurdest zweimal von Warwick gegankt, obwohl du ihn beide Male vorher gesehen hast. Und du bist in der Midlane beispielsweise zweimal, ich glaube es war mindestens zweimal, doof gecatcht worden, obwohl du wusstest, dass du da nichts zu suchen, oder obwohl du da nichts zu suchen hattest. Das heißt, du hast drei Core-Probleme. Erstens, den Lead in der Landing Phase weiter ausspielen, wenn du den Push hast. Zweitens, deine Map-Awareness und dein Jungle-Tracking. Und drittens, ich weiß nicht genau, wie ich das kategorisieren soll, aber ich würde sagen, respektieren der Gegner. Wenn du diese drei Dinge beachtest, oder zumindest die Sachen aus diesem Video hier beachtest, auch was Itemisierung und so weiter angeht beispielsweise, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass es für dich in Zukunft ja besser läuft. Falls aber auch du ein Coaching bei mir haben willst, dann geh auch auf neu.playersup.de/coaching und buch eins gerne. Ansonsten join unserem Community Discord, um auch die Chance darauf zu haben, eine gratis Replay-Analyse zu bekommen. Das war's dann, meine lieben Damen und Herren. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und reingehauen. Bye, bye.